werden, schon allein um die Wähler, die uns jetzt gewählt haben, nicht zu enttäuschen. Wir haben auch denen gegenüber eine Verpflichtung und wir werden unsere Hausaufgaben machen, was die Kandidaten betrifft, was die Organisation und die Ausrichtung betrifft und auch was die Wahrnehmung betrifft. Weil wir haben im August auch wieder 3 Landtagswahlen, auch da werden die Freien Wähler in den einzelnen Ländern entsprechend dabei sein und deswegen ist es auf dem Weg zu einer etablierten Organisation in der Politik, auf der wir uns jetzt seit Bayern bewegen, seit der Landtagswahl, da müssen wir uns noch ein kleines bisschen verbessern. Also Frau Pauli war mit Sicherheit das richtige Zugpferd. Ihr möchte ich ihr überhaupt keine Vorwürfe machen. Sie ist vielleicht das eine oder andere Mal etwas unglücklich zitiert worden, aber wir haben mit Frau Dr. Pauli jemanden, der in ihrer über 18-jährigen kommunalpolitischen Erfahrung sehr, sehr viel bewirkt hat. Also sie hat damals den Landkreis Fürth von einem hinteren Landkreis ganz nach vorne gebracht und unter anderem die Verschuldung halbiert. Also Frau Pauli ist nicht die Glamour-Frau, die unbedingt die Medien sucht, sondern sie hat politisch echt was auf dem Kasten und deswegen war sie auch die richtige Wahl, um uns hier in den Europawahlkampf zu führen. Bitte schön.